Möglichkeit, dieses als Dachmarke zu behalten und in irgendeiner Form ein Stück weit weiterzuentwickeln. Norderstedt Marketing hat Neugierige zum zweiten NOMA-Forum eingeladen. Treffpunkt waren die Räumlichkeiten der Baugenossenschaft Adlerhorst. In einer einzigartigen Atmosphäre konnten die Mitglieder des Vereins Aktuelles zum Thema Gesundheitsmanagement diskutieren. Ja, wir befinden uns hier bei Adlershorst Wohnungsbaugenossenschaft in Norderstedt. Ein Mitglied unseres Vereins Norderstedt Marketing auch schon über viele Jahre. Und die haben uns freundlicherweise die Räume zur Verfügung gestellt für unser Norderstedt Marketing Forum und gleichzeitig auch ein Stück weit angereizt und nochmal gewürzt mit einem Vortrag über das Thema Gesundheitsmanagement, was hier bei Adlershorst schon wirklich sehr gut gemacht wird. Ja, betriebliches Gesundheitsmanagement bei der Adlershorst. Ja, Human Resources sind das wichtigste Kapital eines jeden Unternehmens. Und da gilt es, das gesund zu erhalten, fit zu halten und auch psychisch in guter Konstitution zu haben, um auf diese wichtigste Reserve, die wir alle in unseren Betrieben haben, zurückgreifen zu können und uns die dauerhaft zu erhalten. Die Mitarbeiter werden tendenziell ja älter aufgrund der Altersstruktur in der Bevölkerung. Und es wird immer wichtiger, da die typischen Krankheitserscheinungen, die man so im Rücken und vielleicht auch mal im Herzbereich und so hat, um denen entgegenzuwirken und auch ältere Mitarbeiter leistungsfähig zu halten, die das auch immer mehr wollen. Das muss man auch sagen, sodass man als Arbeitgeber, steht man ja mittlerweile auch im Wettbewerb, Leute zu bekommen. Wir haben ja immer weniger Arbeitnehmer auch am Arbeitsmarkt. Im Anschluss wurden dann die neuen Projekte sowie deren Umsetzung vorgestellt. Norderstedt leben Schüler, Jugendliche von, ich sage jetzt mal vielleicht so 10, 12 bis 17, 18, 20, 25.